Ja, der Strom muss ausfallen, und zwar unkontrolliert und für mehrere Wochen. Und der wird ausfallen. Hallo liebe Freunde, Diego hier. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Die Grünen geben richtig Gas. Ja, selbstverständlich rein allegorisch, da sie eben die Beschleunigung der sogenannten Energiewende beschlossen haben. Das Schlagwort heißt abermals nur Wind und Sonne. Denn, so behaupten die Grünen, ausgerechnet das Sabotieren der erneuerbaren Energien habe die Rettung Deutschlands vor der Fossilsucht gebremst. Kleine Anmerkung, dass die Grünen selbst und die SPD die Langzeitlieferverträge mit Putin geschlossen hatten, Stichwort Nord Stream 1, und gleichzeitig den Atomausstieg beschlossen hatten, haben die Grünen offenbar vergessen. Und dass immer noch die Grünen selbst und die SPD einen Deal mit Katar über Gaslieferungen ab 2026 geschlossen haben, haben Sie auch vergessen. Ja, ab 2026 soll wieder Gas über Pipelines nach Deutschland fließen. Rote und Grüne haben einfach den Lieferanten gewechselt. Und zwar im gleichen Monat, in dem sich ihre Anhänger sowie die Mainstream-Medien über Katars Homophobie beklagt haben. Das ist wirklich köstlich. So berichtet T-Online, ich zitiere: Der Energieriese Qatar Energy liefert ab 2026 Flüssiggas nach Deutschland. Das teilt Katars Energieminister mit. Die Reaktionen auf den Deal sind gemischt. Der Energieriese Qatar Energy hat laut Katars Energieminister Saad Sharida Al-Kabi ein Abkommen über Flüssiggaslieferungen nach Deutschland geschlossen. Das Gas soll an das US-Unternehmen ConocoPhillips verkauft werden, das es weiter nach Brunsbüttel liefere, sagte der Minister am Dienstag in der katarischen Hauptstadt Doha. Kleine Anmerkung, es ist Herbst letzten Jahres. Also es ist schon, also das ist geschlossene Sache. Beschlossene Sache, Entschuldigung, der Deal ist geschlossen. Und weiter geht's. Die Lieferung soll 2026 beginnen und bis zu 15 Jahren dauern. Jährlich sollen bis zu 2 Millionen Tonnen geliefert werden. Das Gas für das jetzt geschlossene Abkommen kommt von den beiden katarischen Gasfeldern Nordfield East und Nordfield South, die vor der Küste des Golfstaates liegen. Was das für ein Vertrag sein wird oder ist, was schon unterzeichnet wurde, wissen wir nicht, wahrscheinlich auch ein Take-or-Pay-Vertrag, ähnlich wie mit Gazprom und so weiter. Also die deutsche Bundesregierung hat einfach nur den Lieferanten gewechselt. Geht die Rechnung auf? Was ist mit Winter 2023 zu 24, 2024 zu 25 und 2025 zu 26? Großes Fragezeichen. Und das ist selbstverständlich eine rhetorische Frage, die mit Nein zu beantworten ist. Also die Frage, ob die Rechnung aufgeht. Und geht die Gesamtrechnung der Energiewende aus? Nein, natürlich nicht. Zahlreiche echte Experten, wie zum Beispiel Hans-Werner Sinn, warnen bereits seit Jahren vor dem Scheitern der erneuerbaren Energieträger. Nun kommt ein vernichtendes Urteil für den gesamten Green Deal, also nicht nur für dessen Auslegung sozusagen, sondern für dessen Ursprung oder Modell in Deutschland namens Energiewende. Und welche rechtsextreme Verschwörungstheoretiker mit einem Hauch von ökonomischer Scheinkompetenz behauptet das, werden sich viele Linksgrüne fragen. Ja, diesmal kommt das vernichtende Urteil von einem deren Kollegen. Und selbstverständlich nicht aus Deutschland. Die Online-Zeitung, die tschechische Online-Zeitung Seznam Zprávy, politisch im Großen und Ganzen mit der Süddeutschen Zeitung vergleichbar,
hat in Oktober 2022 das Ergebnis einer Studie von Facta o Climato, einer Klimaschutzorganisation, über den Zustand der Energieversorgung in Tschechien und in Deutschland im Jahr 2030 veröffentlicht. Ja, es handelt sich um eine Projektion für das Jahr 2030. Gut, schauen wir uns diesen Artikel an. Ich habe selbstverständlich den Originalartikel und die Übersetzung hier auf dieser Präsentation gezeigt. Also, Titel: Das Ende der grünen Träume. Ohne Gas und Kohle kommen wir bis Anfang der 2030er Jahre nicht aus. Und es ist eben offensichtlich eine Analyse und diese zeigt, erneuerbare Quellen werden auf absehbare Zeit keine Energie für Mitteleuropa liefern. Auch trotz der ambitionierten grünen Pläne Deutschlands kommen wir 2030 nicht ohne fossile Energieträger aus. Dies zeigt ein detailliertes Modell auf der Webseite von Facta o Climato. Und was Sie in der Analyse sehen, so lautet eben der Tenor dieses Leitartikels: Solar- und Windkraftwerke werden die traditionellen Energiequellen in Tschechien und Deutschland trotz ihres erheblichen Wachstums mindestens bis 2030 nicht ersetzen können. Selbst wenn Deutschland seine grünen Pläne erfüllt, also realisiert, wird Deutschland am Ende des Jahrzehnts nur etwas ein Fünftel des Jahres, also für ca. 70 Tage, ohne fossile Ressourcen auskommen. Also die sogenannte Klimaneutralität im Jahr 2030 wird nur für 70 Tage im Jahr erreicht. Jaroslav Čižek vom Verein Realistische Energie und Ökologie behauptet daher, dass jede Weiterentwicklung erneuerbarer Ressourcen eine Sackgasse sei. Es gehe nur darum, mehr Kernreaktoren zu bauen. Andere Experten hingegen halten den Bau von Solarkraftwerken für unverzichtbar. Und es wird auch zitiert: Dekarbonisierung ist ein globaler Trend. Ohne Ambitionen zur Dekarbonisierung wird es schwierig sein, in Tschechien Unternehmen zu entwickeln, die weltweit erfolgreich sein können. Also wir kennen mehr oder minder diese Floskel, aber sobald sich ein Experte zu Wort meldet, da kommen Zahlen, Daten und Fakten ins Spiel und diese sind eben vernichtend. Wir sehen hier eben diese zwei Grafiken, also die aktuelle Erzeugung von Strom aus emissionsarmen Quellen in Tschechien und Deutschland. Und auf der rechten Seite sehen wir die Projektion für das Jahr 2030. Okay. Und diese rote Linie oder dunkelrosa farbene Linie hier ist eben Spotschreiber, bedeutet auf Deutsch Verbrauch. Und wir sehen schon hier, dass die zwischen den emissionsarmen Quellen, also Sonne, Wind, Wasser und Atom zusammen ohne Kohle und Atom wird natürlich ausgebaut. Wir sehen hier eine Kluft zwischen, also abgebaut wird Atom. Wir sehen hier, dass ohne Kohle, also ohne fossile Energieträger, die Kluft zwischen dem Verbrauch und der Erzeugung gewaltig ist. Sima bedeutet Winter und Leto bedeutet Sommer. Also wir sehen hier beides, also die Kurve ist mehr oder minder das gleiche, nur dass im Sommer selbstverständlich die Sonnenenergie etwas mehr produziert, schafft es trotzdem nicht, den Bedarf zu decken. Und wir schauen hier die Projektion für das Jahr 2030 und beginnen mit dem Winter und wir sehen hier, das wäre Januar zum Beispiel und schon ab dem 14. Januar haben wir einen gewaltigen Abfall von der Produktion im Vergleich zum Verbrauch und die Situation im Sommer ist vielleicht etwas besser, aber wir haben hier zum Beispiel Spitzen der Überproduktion von Sonnenstrom und dann Täler. Das heißt, an manchen Tagen wird mehr Strom produziert, als verbraucht wird. An manchen anderen Tagen haben wir eine Unterversorgung. Unterversorgung bedeutet beim Wechselstrom, der Strom fällt aus. Denn Wechselstrom kann man nicht speichern, Gleichstrom schon, aber wir sind bei den Batterien und nicht bei den Hochspannungsleitungen. Weiter geht's.
Es ist nun notwendig, in Tschechien und in Deutschland jährlich über 290 Terawattstunden Strom aus Gas und Kohle zu produzieren. Der Rest des Verbrauchs wird aus erneuerbaren Quellen und Atomenergie gedeckt, sagt der Direktor von Fachtau Klimato, ein gewisser Ondras Cibila. Wenn der deutsche Plan verwirklicht wird und unter der Annahme, dass die Stromnachfrage nicht steigt, müssen im Jahr 2030 etwas unter 60 Terawattstunden auf fossilen Quellen dazukommen. Unter diesen Bedingungen würden erneuerbare Energien etwa 90 Terawattstunden Überschuss produzieren, fährt Cibila fort. Also Ondras Cibila ist der Chef der Klimaschutzorganisation Fakta o Klimato, also Fakten über das Klima. Und ich würde einfach sagen, es lohnt sich nicht, dieses Statement zu wiederholen. Es ist schon vernichtend genug. Aber es geht auch weiter. Eine Aufrechterhaltung der aktuellen Nachfrage ist jedoch nicht realistisch. Die Deutschen selbst rechnen mit einem deutlich steigenden Konsum, also Verbrauch und Strom. Durch die Elektrifizierung der Industrie, Verkehr und Heizung muss im Sommer etwas 1,1 bis 1,2 Mal mehr Strom produziert werden als heute. Im Winter 1,3 bis 1,6 Mal mehr. Wenn die Deutschen die Erneuerbaren gar nicht weiterentwickeln würden, müssten sie um das Jahr 2030 in der Größenordnung von 500 Terawattstunden Strom pro Jahr aus fossilen Quellen produzieren oder importieren, sagt Cibila. Und jetzt kommt das Beste. Selbst wenn Deutschland seine grünen Pläne erfüllt, wird es am Ende des Jahrzehnts nur etwas ein Fünftel des Jahres, also etwa 70 Tage, komplett fossilfrei sein. Und wir sehen hier die Projektion, immer für das Jahr 2030, aber mit dem gestiegenen Stromverbrauch. Und wir sehen hier, insbesondere im Winter, eine noch dramatischere Situation als die prognostizierte für 2030, wenn sich der Stromverbrauch nicht erhöht. Sache, die selbstverständlich nicht realistisch ist, weil angeblich alles elektrifiziert werden soll, also Industrie, Elektroautos, Heizung und so weiter und so weiter und so fort. Ja, damit das europäische System funktioniert und sich Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke, letzteres lehnt die deutsche Bundesregierung strikt ab, in verschiedenen Ländern ergänzen, müsste ganz Europa durch leistungsfähige Netze verbunden werden. Zitat: Obwohl es eine erhebliche Transformation wäre, könnte sie in den nächsten Jahrzehnten schrittweise gemeistert werden, um den Effekt einer größeren Fläche voll auszuschöpfen. Dann müssen wir, um den Effekt einer größeren Fläche voll auszuschöpfen, müssen wir das Übertragungsnetz stärken. Das kennen europäische Netzbetreiber und sie arbeitet daran, erklärt Fachtau und Klimato-Analyst Jan Kritschau. Allerdings steht auch hier, das ist vorerst nur eine rein theoretische Betrachtung. Wir wissen nicht, ob die Verdopplung der heutigen Leistung erneuerbarer Energien und die Vernetzung Europas realistisch sind. Der Bau von Netzen kostet mehr als die Ressourcen selbst. Die geschätzten Kosten des gesamten Systems könnten sich somit auf das Doppelte der Kosten der Kraftwerke selbst erhöhen, betont František Hlučka, Experte für Energieerzeugung von der Tschechischen Technischen Universität in Prag und Mitglied des Vereins Realistische Energie und Ökologie. Diese Ergebnisse hat weder Hans-Werner Sinn noch Václav Klaus und auch nicht Stefan von Autor-Chiemgau geliefert, sondern, ich wiederhole, die Klimaschutzorganisation Fakta o Klimato, also Fakten über das Klima, dessen Namen bereits einen Hauch von Anspielung an die selbsternannten Faktenchecker beinhaltet oder zumindest eine Anspielung an eine vermeintliche Faktenchecker-Funktion. Und Seznam Zprávy, die Zeitung, ist nicht wirklich eine konservative Zeitung. Ob Greta, Luisa und die Grünen diese Zahlen von ihren tschechischen Kollegen kennen, ich glaube es nicht. Und wenn doch, dann ignorieren sie diese Zahlen und Fakten gekonnt. Was denkt ihr?
Bitte schreibt es hier unten in die Kommentare. In diesem Sinne, liebe Freunde, bitte abonniert meinen Kanal und vergesst die Glocke nicht und vergesst auch nicht, den Kanal Tatjana und Diego zu abonnieren. Und der Link ist in der Videobeschreibung, so verpasst ihr kein einziges Video mehr. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.